Moin Moin, das Süchtige draußen, der Tiny Chris, willkommen zu meiner kleinen neuen Roomtour. Ich habe einen neuen Tisch geholt und ein ganz neues Setup, wie ich hier alles aufbaue. Wir kommen in mein Zimmer rein und sind direkt da ragt ein Schreibtisch rein. Ich kommentiere das übrigens hier nach, weil mein Mikro scheiße aufgenommen hat vom Handy, ist ja ganz klar. Hier sehen wir mein Bett aus massiver deutscher Eiche, hält um die 300 Kilo aus. Wenn wir uns mal umdrehen um 180 Grad, ist mir meine Wampe schwer. Sehen wir was früher mal mein Fernseher war? Ich sehe den irgendwie gar nicht mehr. Keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Auf jeden Fall liegt da jetzt ein bisschen Wäsche. Und hier habe ich mal ein paar Knoppers, die schon seit Ewigkeiten da liegen, weil ich Knoppers überhaupt nicht mag. Und hier drehe ich mich jetzt zu meinem Schreibtisch. Ich habe da hinten so einen Kabelschacht. Ich habe mal meinen Schreibtisch in die Beschreibung verlinkt. Natürlich kein Reflink. Aber da kann man die Kabel gut durchziehen durch ein Loch und managen. Zu der Hardware kommen wir dann gleich. Jetzt drehe ich weg, Alter. Wie lange hast du das gefilmt? Dreh dich weg, dankeschön. Hier steht mein PC, das ist ein Terminal Take Tower Gehäuse. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ihr könnt es ja sehen gerade. Da gibt es gar nicht mal so viele von denen, aber das ist der schwarze. Und hier ist mein kleiner, Schrein der Jungfräulichkeit, könnte man sagen. Hier habe ich meine ganzen Bücher und Games, was heißt meine ganzen, die meisten. Hier die Two Worlds 2 Collector's Edition. Das Game ist scheiße, kauft sich nicht. Splinter Cell Blacklist, cooles Spiel. Genauso wie die Splinter Cell-Reihe und hier habe ich meine ganzen Spiele gestapelt, weil ich da keinen Platz dafür hatte. Ich habe zweimal MW2. Warum? Ich war früher ein Cheater-Schwein vor 5 oder 6 Jahren. Ich muss es mir nochmal kaufen. Ich habe davon gelernt. Sieht aber richtig lustig aus, es zweimal da im Regal zu haben. Und hier haben wir mal coole Spiele, auf die ich stolz bin. Lol, Dragon Age kann man gar nicht richtig lesen. Ist fast mein Lieblingsspiel. Aber nur der erste Teil. Hier stehen noch einige Filme, die ich habe. Ein paar random Filme, Fallout 3, natürlich richtig geil. Hier nochmal Sam Fisher. Und hier meine ganzen, jetzt muss ich mal kurz meine fetten Finger hier rum hier machen. So, gut, jetzt nehme ich das in die Hand. Meine ganzen Steam-Gift-Cards, die ich jemals gesammelt habe. Wenn ich mal welche mitgenommen habe. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Geld das ist. Ich habe auch keinen Bock, das auszurechnen, sonst ja, hau ich mal die Hände ab oder so. Aus Rage. Mein Skyrim-Lösungsbuch. Und Game of Thrones auf Englisch, richtig geile Bücher, die dazugehörige Fernsehserie auf Blu-ray, aber noch nicht komplett. Und mein 200€ Breaking Bad Blu-ray Fass, das ist limitiert, bin ich ein bisschen stolz drauf. Hier ist mal mein Greenscreen, aber jetzt muss ich erstmal meine fette Wampe hier vorbei manövrieren. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie doch. So, bevor ich mich hinsetze, weil ich mich danach nicht mehr umdrehen kann, seht ihr hier meinen Greenscreen. Ist heute angekommen, also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich gestern. Habe ich mit Reißzwecken an der Wand festgemacht. Ist auch gut beleuchtet durch meine Zimmerlampe. Jetzt setze ich mich auf meinen fetten Arsch hin. Da ist mein Mikrofonarm, Rode PSA-1 heißt der, glaube ich. Mit einem Blue Yeti-Mikro, das reicht für mich. Mein Razer Manowar-Headset zeige ich hier. Ist ein richtig cooles Ding. Und jetzt müsste gleich mein fetter Finger auf die Tastatur tippen. Na, na? Ja, bam, bam. Meine Rocket Rios MK Glow, meine Logitech G900 Maus, ist perfekt für den Fat Grip geeignet. Ich meine, guck mal, wo ist die Maus hin? Ich sehe die gar nicht mehr. Dürft nie vergessen, wie der Fat Grip funktioniert. Einfach mal von oben und so drauf platschen. Dann passt es. Mein Rocket Rivo Mauspad. Eine Mappe mit wichtigem Zeug, das euch den Scheißdreck angeht. Und ich habe hier Audacity auf mein Aufnahmeprogramm und Vegas, damit es so aussieht, als wäre ich produktiv gerade, was ich aber nicht bin, denn es gab gerade Käsekuchen. Naja, das ist so mein Setup zurzeit. Was es alles ist, könnt ihr in der Beschreibung sehen. Außer mein zweiter Monitor, das ist bloß so ein 4:3 Klumpatsch zur Ablage, nichts Besonderes. Ansonsten habe ich alles in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hier habe ich gerade meine Webcam gezeigt, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung wieso eigentlich. Und hier kommt meine Katze rein. Ja, der braucht halt seine bisschen Aufmerksamkeit immer. Hey. Ja. Das war meine Katze, auf jeden Fall. Danke fürs Zu. Ey, wer bist du denn, Alter? Geh weg! Und so funktioniert dann ein Greenscreen. Ich kann jetzt endlich mal so tun, als würde ich rausgehen oder als wäre ich woanders. Ich kann überall sein, wo ich will. Aber natürlich bin ich am liebsten beim McDonald's, wisst ihr ja.